Hallo zusammen, mein Name ist Hannes Nanowitz und ich bin Content Creator bei Youtheme. Ich bin seit fast Anfang an bei der Entwicklung von Youtheme Pro dabei und kümmere mich hauptsächlich um Blogposts, Dokumentationen, unsere Videotutorials und vielleicht kennen mich einige von unseren Release-Videos. Und heute möchte ich euch erzählen, was es so Neues bei Youtheme Pro gibt. Erstmal haben wir so eine kleine kurze Einleitung, was Youtheme Pro überhaupt ist, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Dann gehen wir die neuen Features von Youtheme Pro 3.0 durch und dann haben wir noch ein paar Tipps für euch von Dingen, die ihr unbedingt nutzen solltet. Und als letztes wagen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft, was halt nach 3.0 kommt. Okay, starten wir mal. Erstmal eine Frage. Wer benutzt alles Youtheme Pro? Ich würde sagen irgendwie 90% oder so. Das ist so super. Und wenn ihr euch fragen würde, was ist überhaupt Youtheme Pro? Was würdet ihr antworten? Das ist die korrekte Antwort. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, es ist ein Joomla-Template. Und sogar gestern haben wir das in Dirks Vortrag mit Cassiopeia verglichen. Und auch wir werden ganz oft gefragt, wann das nächste monatliche Template rauskommt. Und daher wollten wir mal ganz kurz schauen, was Youtheme Pro eigentlich ist. Und klar ist Youtheme Pro ein Joomla-Template. Es kommt mit Templates, um das Layout der Seite zu rendern, um Menüs, Module und Joomla-Overrides für die Components. Und natürlich, wie jedes Template, kommt es mit Styles. Und im Fall von Youtheme Pro ist das der Style-Customizer. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von Youtheme Pro. Was gehört noch alles dazu? Youtheme Pro kommt mit ganz vielen JavaScript-Widgets. Das war schon früher so, dass die im Demo-Content von Templates JavaScript-Widgets benutzt wurden. Und in Warp-Zeiten war das jetzt WidgetKit, davor gab es noch U-Tools, wenn einer das noch kennt. Und jetzt sind diese ganzen JavaScript-Widgets in Youtheme Pro direkt integriert. Das heißt ja in Youtheme Pro die Builder-Elements und da findet ihr Slideshows, Sliders, Grids, Galleries, Newsletter, Map-Element und so weiter und so fort. Und ja, das ersetzt ja eigentlich komplett WidgetKit und auch andere Joomla-Module. Aber was haben wir noch? Youtheme Pro kommt auch mit dem Page-Builder, der jetzt seit 2.0 den Content direkt aus Joomla dynamisch laden kann und mit dem man ja auch Templates erstellen kann für Joomla Components. Und das gilt sogar für Zoo und andere Third-Party Components. Grob gesagt kümmert sich ja Youtheme Pro komplett um das Frontend-Rendering. Und das heißt, in den Components findet hauptsächlich nur Datenmanagement statt. Aber selbst da bietet Youtheme Pro so kleine Erweiterungen an, wie jetzt unser eigenes Location-Custom-Field für Map-Koordinaten. Und damit bedeutet das, dass Youtheme Pro, wie gesagt, das Rendering, Frontend-Rendering von Zoo und anderen, anderen Joomla-Components übernimmt. Dann gibt es eine Besonderheit von Page-Builder, auf die wir noch eingehen wollten. Meistens ist das so eine Layout-Library, also Content-Libraries. Im Fall von Youtheme Pro gibt es eine Style-Library mit so knapp 250 Styles, dass man einfach komplettes Style von seiner ganzen Seite mit einem Klick ändern kann. Dann gibt es knapp 400 Layouts. Wenn man sagt, so jetzt möchte ich eine About-Seite bauen, findet man so eine About-Seite. Man hat dann irgendwie, ich weiß nicht, 40 Stück zur Auswahl. Mit einem Klick mit dem ganzen Content kann man laden und dann hat man das ja schon. Man hat auch ich glaube, Youtheme Pro 2.7 haben wir so eine Element Preset Library. Also anstatt jetzt leer zu starten mit so einem leeren Element und so sich durchzuwühlen, was für Settings, wie sie miteinander kombinierbar sind, kann man sich einfach angucken, wie kann halt diese Galerie aussehen mit unterschiedlichen Settings und die dann in sein Layout laden mit dem ganzen Content. Und alles, wie gesagt, mit einem Klick. Oder mit der integrierten Unsplash Image Library kann man sich direkt ein Image in sein Element laden. Ja, das ist auf jeden Fall das, was Youtheme Pro ausmacht. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur so, dass wenn man sich Youtheme Pro installiert hat, man hat ja nur diese knapp 400 Layouts. Jedes Mal, wenn wir ein Theme Package releasen, kommen dann noch, ich weiß nicht, mittlerweile so 15 Layouts noch dazu. Und wenn man das geupdatet hat, kriegt man noch die anderen 15 Layouts noch dazu. Und noch die 6 Styles und dann noch andere Presets und Features und so weiter und so fort. Aber ein letztes haben wir noch. Youtheme Pro ist so eine Art Website-Builder. Man hat eine Customizer-Sidebar links und ein Live-Preview rechts. Und alles, was man einstellt, sieht man ja sofort
sofort halt im Live, was man da gemacht hat. Und man verlässt dann Youth in Pro ja super selten, häufig nur um Daten zu verwalten. Aber sogar da bietet Youth in Pro so kleine Shortcuts, wie zum Beispiel, man kann direkt aus Youth in Pro ein Joomla-Module publishen und auf eine andere Position oder sowas. Oder ein Menu-Item anlegen, ohne das jetzt irgendwie Youth in Pro zu verlassen. Direkt, wie gesagt, da im Customizer. Und es ist ja auch CMS-übergreifend. Das heißt, man hat die gleiche UI in WordPress sowohl wie in Joomla. Und da hat sogar, glaube ich, Stefan gestern erzählt, der hatte einen Kunde, der wollte unbedingt WordPress haben. Also du hast ihn bestimmt davon abgeraten, aber wenn er das ja unbedingt haben wollte. Und Stefan war schon fertig mit eigentlich ganzen Joomla-Design. Er hat einfach die Layouts exportiert, in WordPress importiert, ein paar Klicks verändert und das war es ja schon. Es gibt überhaupt keine Unterschiede mehr. Außer ein paar Wörter, aber ich meine, ob das Module ist oder ob das Widget ist, das ist ja eigentlich das Gleiche am Ende. Und auch bei unserem Demo-Server, ihr könnt ja auf youtheme.com unter Joomla Templates auf Preview klicken, bei so einem irgendeinem Theme-Package, euch angucken, oben sind so zwei Icons, Joomla und WordPress. Switcht man da zwischen den beiden, ihr werdet keine Unterschiede sehen. Also man hat, wie gesagt, komplett die gleichen Features in beiden. Und dadurch erinnert Youth in Pro an andere Website-Bilder, wie sowas wie Jimdo und Squarespace. Aber der große Vorteil ist, man hat volle Kontrolle über eigene Daten durch Open Source CMS, wie Joomla. Also, wir haben festgestellt, Youth in Pro ist nur zu einem Fünftel ein Joomla-Template. Es kommt ja auch mit JavaScript-Widgets. Es ist auch komplett für Frontend-Rendering, übernimmt das alles. Es hat eigene Content-Libraries und es ist eine Art Website-Builder. Also, das heißt, ganz viel Arbeit fließt bei uns auch in die anderen Säulen und nicht nur bei Templates. Es ist halt wie eine komplexe Joomla-Extension. Okay, jetzt, wo wir das jetzt geklärt haben, kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags, Youth in Pro 3.0. Wir haben jetzt, glaube ich, Dienstag das größte Feature-Release überhaupt gemacht. Und das war eine Arbeit von fast 10 Monaten. Ich war schon wirklich froh, dass es endlich mal draußen ist. Also, was ist jetzt alles neu? Youth in Pro 3.0 kommt mit den Mega-Menü-Bildern. Und das ist das meistgewünschte Feature auf der Wishlist im Support Center. Ja, da sind einige erleichtert. Man kann jetzt komplexe Menü-Dropdowns mit dem Page-Builder bauen. Was bedeutet das? Jedes Menü-Item auf der obersten Ebene hat jetzt einen Knopf, Bilderknopf, und der öffnet den Page-Builder. Man kennt das bestimmt von den Bilder-Module. Und dort haben ja Layouts keine Sections, sondern bestehen nur aus Rows, Columns und Elements. Aber ansonsten hat man alle Bilderfunktionalitäten, wie man das halt aus den normalen Page-Layouts kennt. Man kann die Element-Library nutzen und Layout-Library und so weiter und so fort. Also kann man einfach ein schickes Mega-Menü damit erstellen, Mega-Menü-Dropdown. Aber wie bekommt man jetzt ein Menü überhaupt da rein? Rein theoretisch könnte man sagen, so, man nimmt jetzt ein Joomla-Menü-Module mit dem Module Element und dann ist das auch da. Klar, kann man machen, aber es geht auch anders. Wir haben jetzt ein Menu Item Source und damit kann man jetzt seine Menu Items in jedes Bilderelement laden. Dynamisch. Man kann zum Beispiel ein List Element nehmen und die Felder einfach mappen, da sind die alle. Oder ihr nehmt einfach das neue Nav Element, was heißt neu, es ist jetzt nicht neu, aber wir haben es komplett aufgebohrt und aufgearbeitet, damit man jetzt auch Menu Subtitles, das Image, man kann jetzt Menu Headings damit auch anzeigen oder Menu Divider rendern und so weiter und so fort. Alle Menüs in Youth in Pro können jetzt auch einen Dropdown haben. Also ihr könnt ja wie in diesem Beispiel, eine Subnav hat ja im Toolbar einen Dropdown und die könnt ihr auch mit dem Page Builder gestalten. Und natürlich, wie gesagt, das ist ja, ich habe, glaube ich, da auch ein Nav-Element genommen und ein Bilder-Element. Wir haben ja auch alle Menu-Item-Settings komplett überarbeitet. Die gibt es jetzt für alle Menüs und nicht nur für die Navbar. Also auch eine Subnav kann jetzt ein Subtitle und ein Image haben. Und außerdem gibt es so allgemeine Settings für Menu-Positions. Man möchte ja nur Image-Größe einmal einstellen und nicht für jedes Menu-Item. Ich meine, die sollen ja nicht irgendwie unterschiedlich sein. Und mit diesen ganzen Settings kann man wirklich, wirklich komplexe Dropdown-Layouts bauen. Das war's jetzt für die Mega-Menüs. Was haben wir noch? Wir haben auch die Header-Layouts komplett überarbeitet, für Desktop und Mobile. Es gibt jetzt zwei neue Justify-Layouts und das heißt, dass der Platz sich zwischen den Menu-Items gleichmäßig verteilt. Und wer kennt das noch? Wir hatten ja noch Off-Canvas- und Modal-Layouts unter den Header-Layouts. Die haben wir da jetzt rausgenommen.
Und stattdessen haben wir jetzt Dialogue Layouts zusätzlich, also wir haben einfach quasi getrennt. Jetzt kann man die beliebig miteinander kombinieren. Aber was ist eigentlich ein Dialogue Layout? Ein Dialogue Layout öffnet eine neue Dialogue Menu, Module Position in einem Modal auf Canvas oder eine neue Dropbar. Und sobald ein Module gepublished wird, erscheint ein Dialog-Icon, der sogenannte Toggle, hier rechts im Header. Und dieser öffnet dann auf Canvas Dialog oder Modal, was auch immer ihr da eingestellt habt. Es gibt natürlich eine Option, diesen Toggle ja woanders zu platzieren. Und damit hat man halt viel mehr Möglichkeiten, so eine inhaltreiche Menüs zu gestalten. Wie jetzt zum Beispiel bei unserem Paladin Theme Package, das ist halt eine Newsseite. Da sind ja schon sehr, sehr viele Inhalte drin im Menü. Oder bei einem Shop. Wie gesagt, kann man beide beliebig kombinieren. Und dann zusätzlich zu den Off-Canvas- und Model-Layouts haben wir jetzt zwei neue Dropbar-Layouts dazugepackt. Und der Unterschied ist, die Dropbar geht unterhalb der Navbar auf, also bleibt ja die Navbar trotzdem benutzbar. Man kann die ja weiterhin anklicken. Und mit den unterschiedlichen Animationen, wir haben ja Fade oder Slide Top, Slide Right und Slide Left, kann man die Dropbar so aussehen lassen wie ein Modal auf Canvas oder sogar ein Dropdown. Und gerade bei so Mobile Menüs sieht man das ja häufiger. Apropos Mobile Layouts. Wir haben auch die Mobile Layouts komplett überarbeitet. Die haben jetzt die gleichen Features wie Desktop Layouts. Das geht, weil wir ja neue Module Positions haben fürs Mobile. Das sind ja die gleichen im Prinzip wie bei Desktop. Also die Navbar und Header und Dialog gibt es jetzt einfach zweimal. Wir haben ja normale Navbar und Navbar Mobile. Normale Header und Header Mobile. Und genauso für Dialog. Und so kann man halt diese beide Header-Layouts auch hier wieder kombinieren, also normale Header-Layouts und Dialog-Layouts. Und Mobile-Header kann jetzt auch transparent sein. Und mit diesen ganzen Features, um das alles zu zeigen, was man damit mal alles machen kann, haben wir uns gesagt, wir werden jetzt einfach alle unsere Theme-Packages, das ist so schon mittlerweile über 40, komplett überarbeiten und die einbauen, um zu zeigen, was man damit kreieren kann. Und hier sind ein paar Beispiele. Wir haben uns wirklich echt bemüht, unterschiedliche Möglichkeiten mit den Mega-Menüs in den Theme-Packages einzubauen und zu zeigen. Und hier dran merkt ihr, dass bei uns ist es eigentlich egal, ob das Theme-Package von 2017 ist oder vom letzten Monat. Wenn ein neues Feature reinkommt, dann geht das auch noch in die Theme-Packages rein. Es ist ja auch völlig egal, es veraltet nicht, dass ihr sagt, okay, oh, die letzte 3 ist noch in Ordnung, aber ich meine, von 2017, das nutze ich nicht mehr. Das ist völlig egal, die veralten halt quasi damit nicht. Und insgesamt sind das mehr als 45 neue Dropdown-Layouts. Und ihr müsst jetzt nicht ein neues Theme-Package installieren, um das zu haben. Die sind alle in der Layout-Library drin unter Dropdown. Also könnt ihr einfach jetzt natürlich mit einem Klick in euer neuer Dropdown-Layout eine von denen hier laden oder andere 40. Das war jetzt unser Mega-Menü-Update, aber da gibt es noch einiges. Danke. Das ist unsere Designer, die sind wahnsinnig. Übrigens, erinnert sich einer noch an das Bilder-Module? Damit konnte man den Page-Builder in der Top- und Bottom-Position, also oberhalb und unterhalb des Contents platzieren und Page, also so Bilder-Layouts bauen. Damit, also jetzt kann man diesen Bilder-Module überall nutzen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt Toolbar mit dem Page-Builder bauen. Da hat auch einer drauf gewartet wahrscheinlich. Eine Toolbar oder irgendwie eine Sidebar und einen Dialog mit dem Page-Builder bauen. Wie bei Mega-Menü-Builder haben die Layouts keine Sections, sondern nur Rows, Columns und Elements. Aber alles andere ist gleich. Und jetzt, wo wir Layouts ohne Sections bauen konnten, haben wir uns gedacht, der nächste Schritt wäre jetzt einfach die Layouts zu schachteln. Und dafür haben wir das Sublayout-Element gebaut. Und im Prinzip kann man damit Bilder-Rows beliebig tief schachteln. Ich glaube, einer von unseren Designern hat ausprobiert, wie weit geht das, aber irgendwann hat er einfach aufgehört, weil man weiß dann auch nicht mehr, was am Ende rauskommt.
Und im Prinzip, wie gesagt, das ist halt besonders nützlich, wenn man so eine klassische Sidebar hat. Also man konnte ja in dem, man hat ja nicht so wirklich jetzt irgendwie unterschiedlichste Positionen jetzt im Content. Man kann das jetzt alles mit Sections bauen. Mit so zweispaltigem Layout kann man eine Sidebar hier bauen. Aber Nachteil ist ja, man hat dann keine Rows mehr und nur Elemente. Und jetzt, also hier zum Beispiel habe ich ja links den Content und rechts eine Sidebar. Und dank dem Sublayout-Element kann man jetzt ein Search und einen Button nebeneinander in einen Row platzieren. Und das ist auf jeden Fall, also ich glaube, das ist wirklich, wenn man sich überlegt, was man damit alles bauen kann, ist das der Wahnsinn. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Feature von YouTube Pro 3.0. Und das sind die Sticky Parallax-Effekte. Und wenn ihr unsere UIKit-Releases mitverfolgt habt, wisst ihr schon, dass man mit UIKit schon echt coole Sticky Parallax-Effekte bauen kann. Hier ist mal ein Beispiel. Also hier das Bild und die Texte sind sticky und werden animiert in Abhängigkeit zu einer Scrollposition. Aber erstmal möchte ich euch das Konzept dahinter erklären. Also als erstes brauchen wir eine Section oder eine Row, welche mehrere Viewports hoch ist. Gucken wir, was das geht. Ja, es geht. Also diese Höhe, da wir diese Höhe später scrollen, bestimmt das die Dauer des Effekts. In dieser Section brauchen wir eine Sticky Column, die eine Höhe von einem Viewport ist. Ihr Inhalt wird dann für die gesamte Dauer des Effekts im Viewport bleiben. Und als letztes können wir jetzt beliebig viele Elemente mit Parallax-Effekt in diese Sticky Column platzieren. Und da die Column sticky ist, scrollen die Elemente nicht weg, sondern werden animiert, während man scrollt. Okay, soweit die Theorie, so ungefähr. Jetzt kommen wir zur Praxis. Wie geht das in YouTube Pro? Um das alles zu erreichen, haben wir mehrere Settings hinzugefügt. Also für Sections gibt es jetzt mehr Height Options. Also ihr könnt jetzt die Section einstellen, dass sie mehrere Viewports hoch ist. Bei den Rows, wenn ihr jetzt Höhe für Row einstellen könnt, gibt es ein Custom CSS-Feld, wo ihr dann die Höhe manuell setzen könnt. Und dann haben die Columns noch zwei neue Sticky Options. Also hier kann man einstellen, ob die Column innerhalb einer Row oder eine Section sticky ist. Und dann haben wir noch den Parallax-Component überarbeitet, um das so mehr präzise zu steuern. Dafür haben wir ja Animation-Stops. Und in diesem Beispiel verschieben wir das Image erstmal 20 VW nach rechts, nach links bei 40% der Animation und dann 20 VW nach rechts bei 60% der Animation. Man hat also wirklich ganz präzise Steuerung, wie sich Parallax verhalten soll und wo er sich wann befinden soll. Okay. Wir haben jetzt ein kleines Beispiel gebaut, weil da sind ja ganze Settings, man muss sich erstmal auch vorstellen, was man damit alles machen kann. Und hier ist eine kleine Beispielseite, damit man das alles in Action sehen kann. Ganz schön cool, oder? Also ich finde es toll. Das war jetzt unser Sticky Parallax Update. Aber ein letztes großes Feature haben wir noch. Und wir haben jetzt das Image Rendering in YouTube Pro komplett überarbeitet. Auch hier haben wir alle Verbesserungen UIKit zu verdanken. Vorher, wie ihr wisst, wurde Lazy Loading über UIKit realisiert. Und jetzt, wo alle Browser Native Lazy Loading unterstützen, haben wir dieses in UIKit angepasst und in YouTube Pro umgestellt. Jetzt werden Width- und Height-Attribute für Images gesetzt, um Layout-Shifts zu verhindern. Und es ist jetzt keine Option mehr. Vielleicht wissen manche, gab es unter Settings, Advanced und Lazy Loading, Check. Das gibt es nicht mehr. Es ist alles bei Default an. Und wenn ihr das jetzt nicht haben wollt, zum Beispiel für den First Visible Viewport, jetzt ein Image in der Hero Section, dann könnt ihr das ausmachen. In jedem Bilderelement gibt es eine Eager Loading Option. Damit kann man das quasi ausmachen. So, und jetzt eine kleine Wiederholung. Wie ihr wisst, also bestimmt, generiert YouTheme Pro bis zu 6, also Images in bis zu 6 Größen. Und bei Sources ist es ja so, es werden Bilder in verschiedenen Größen angeboten und der Browser wählt selbst das bestmögliche Imagebild für die aktuelle Auflösung, Pixeldichte. Also der Browser lädt dann nicht allzu großes Bild. Und auch auf Retina-Monitoren werden die Bilder sehen halt super aus. Okay, wir wissen jetzt, wir liefern halt Bilder in unterschiedlichen Größen.
Jetzt schauen wir uns, wie wir halt den Browser verschiedene Bildformate anbieten. Und das geht mit dem Picture-Element. Vorher haben wir das Image, haben wir den Image-Support vom Browser ausgelesen und dann das Page-Markup mit dem Image in dem entsprechenden Format ausgeliefert. Das hat halt Probleme beim Page-Caching-Plugins verursacht. Stellt euch vor, man hat erstmal einen Browser, der WebP-Images unterstützt. Also YouTheme Pro kann schon sehr, sehr lange unterstützt WebP-Images. Hat man erstmal einen Browser, der WebP-Images unterstützt. Und dann liefern wir natürlich WebP-Images. Und dann wird diese Seite gecached. Aber als nächstes kommt ein Browser auf die Seite, wo WebP-Images nicht unterstützt werden. Da es aber schon diese Cache gibt, wird dieses benutzt und die Images werden nicht mehr angezeigt. Und das haben wir jetzt gelöst mit dem Picture-Element. Hier werden unterschiedliche Sources angeboten und der Browser wählt selbst die beste Image-Source aus. Also wie ich hier sehen könnt, wir haben erstmal das erste Source in unsere Source-Sets in WebP-Format und als nächstes haben wir Image 1 JPEG. Also wenn der Browser halt nur JPEGs kann, dann nimmt er eben JPEG. Ansonsten kriegt man WebP-Images. Aber ein tolles Feature haben wir noch. Und das ist AVIF-Support. Also zusätzlich zu den WebP-Images unterstützt YouTheme Pro jetzt auch AVIF-Images. Und die sind sogar 50% kleiner als JPEGs. Und das bekommt jeder Nutzer in YouTheme Pro einfach so. Es gibt keine Settings, keine Plugins, gar nichts. Und AVIF-Formate werden von fast allen modernen Browser jetzt schon unterstützt. Bei Desktop sind das nur, ich glaube, Edge unterstützt das nicht. Und bei Safari ist das erst bei, ich glaube, macOS 13. Aber mobile unterstützen fast alle moderne Browser das schon. Und wie gesagt, das ist wirklich wahnsinnig. Und jetzt einmal noch kurz mal auf das Picture-Element noch aufzugehen, haben wir jetzt hier drei Sources. Einmal die, haben wir AVIF-Images in unterschiedlichen Größen. Danach haben wir WebP-Images in unterschiedlichen Größen und ein JPEG-Image. Also ist für jeden was dabei. Und wie gesagt, das ist natürlich super. Ach, übrigens, ja, das ist Cutting-Edge-Feature, deswegen erst ab PHP 8.1 und GD-Extension muss mit AVIF-Support compiled sein, aber dann unterstützt das alles von Haus aus. Das war's aber noch nicht für Images. Diese alle Image-Features funktionieren auch mit Background-Images. Und das ist normalerweise nicht so. Das haben wir ja nur UIKit zu verdanken. Wir emulieren sogar das Picture-Element. Also das ist wirklich Lazy Loading, Sources, AVIF-Support, WebP-Support. Das geht auch für Background-Images. Also es ist wirklich ein einzigartiges Feature von YouTheme Pro. Wir sind wirklich stolz darauf, dass es alles so super funktioniert. Das waren jetzt alle Hauptfeatures von YouTheme Pro 3.0. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es sind ja nur Hauptfeatures, es lohnt sich auf jeden Fall, das Feature-Video sich anzugucken. Und das sage ich nicht nur, weil ich da zu sehen bin und das alles erzähle. Wir gehen halt alle Features im Detail durch und zeigen halt, was man damit alles machen kann. Und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für euch von Dingen, die ihr unbedingt nutzen sollt. Vielleicht kennt das ein oder andere nicht. Und die erste Folie, so aus dem aktuellen Anlass, nach gestrigem Tag, haben wir das noch so kurz zwischengeschoben. So, eine Frage, wie schreibt man eigentlich YouTheme? Also wir haben so gedacht, so, es gibt irgendwie unterschiedliche Auffassungen, wie man das schreibt. Das ist ein kleiner Test, wer weiß das? Number four, that's the winner. Es ist natürlich kein Tipp, alles gut. Wir haben ja so richtige Tipps. Ja, das ist ein Trick, das ist ein Trick. Aber ja, natürlich ist das die Nummer vier. Halb so mit. Wir haben auch echte Tipps für euch. Und der erste richtige Tipp ist die Elementsuche. Vielleicht kennt das ein oder andere nicht. Wir haben ja mittlerweile 37 Elemente. Und wenn man ja eins irgendwie suchen muss, dafür gehen schon ein bisschen Zeit. Das Suchfeld ist automatisch fokussiert. Man kann einfach sofort lostippen und die Liste verkleinert sich. Und dann hat man ja sofort das, was man halt haben möchte. Ich nutze das ständig, aber letztens kam auch ein Designer und sagte, Samana, ich habe so einen super Tipp für dich. Wusstest du das schon? So, ja, ich nutze das die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben das schon seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Das wusste einfach keiner. Also haben wir gedacht, vielleicht der eine oder andere Fall hat es auch vielleicht nicht gesehen. Also wollen wir nochmal zeigen. Ach übrigens, wer das vielleicht auch noch nicht weiß, bei Field Mapping ist das Gleiche da. Und da ist eine Liste wesentlich größer. Also bis ihr das scrollt und das findet, was ihr braucht, einfach nur lostippen und dann ist es sofort schon das Feld da. Da ist eine Frage erstmal, wer wusste das? Ah, also haben wir ein paar Leute schon irgendwie was Neues beigebracht. Das ist super. Das nächste Feature ist etwas Komplexeres.
Und das haben wir auch gestern im Gespräch auch gehabt. Also man hat ja meistens einen Blogpost und unten möchte man irgendwie andere Artikel empfehlen. Entweder hier in so einer Sidebar oder unten drunter. Und früher haben wir das ja so gemacht, man konnte das zwar machen mit einer Third-Party-Extension, zum Beispiel so Articles Field von Regular Labs. Und dann konnte man in dem Artikel manuell die Artikel picken, die man dann halt wählen möchte. Aber ich meine, das ist ja super mühsam. Wir haben einen Related Article Source von Haus aus und damit den Relationships, wenn ihr dann so sehen könnt, könnte man mit Logical Operators einstellen, soll halt die Kategorie gleich sein, soll das ein Tag gleich sein oder mehrere Tags gleich sein, soll der Artikel gleiche Auto haben und so kann man halt die Articles natürlich anzeigen. Und natürlich wird der eigene Artikel automatisch excluded, also man möchte das ja auch nicht doppelt sehen. Ja, und dieser Tipp liegt mir besonders am Herzen und das ist die kontextabhängige Hilfe von Youthim Pro. Also überall im Customizer seht ihr ja so ein kleines Fragezeichen und das öffnet ein Modalfenster. Oh, es geht leider ein bisschen schnell weg. Und da ist direkt Hilfe zu diesem Thema, wo man sich gerade befindet. Also da findet ihr eine Liste mit Videos zu diesem Thema. Man findet da Links zu der Dokumentation, zum richtigen, sogar, ich glaube, richtige Section und sogar einen Link zu unserem Support Center mit dem richtigen Keyword sofort da. Also man muss Youthim Pro ja gar nicht verlassen, wenn man jetzt irgendwie ein Feature hat, was man jetzt unbedingt irgendwie, man versteht das nicht oder man weiß nicht, wie das geht. Wie gesagt, wir geben uns ja wirklich Mühe und bauen das ja ständig ja um, die ganzen Links, dass es halt immer aktuell ist. Naja, wir sind ja auch im Page-Builder. Okay, ja gut, die vielleicht könnte man ja ersetzen. Aber ich meine, wenn man jetzt im Header ist, kriegt man die Header. Also das ist quasi alles über Page-Builder findet man da. Also ganze Informationen über Page-Builder, wenn man so ein bisschen runterscrollt, sind ganze Informationen über Dynamic Content. Wenn man im Template ist, hat man die Videos zum Template, wie man das macht und wie das Feature funktioniert. Also ist schon wirklich hilfreich. Und da ist die Frage, wer hat das schon mal benutzt? Oh, doch ein paar. Oh, das freut mich. Das freut mich. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich. Und wir möchten euch auch noch auf diese Third-Party-Extensions-Seite hinweisen. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir schon über 80 Third-Party-Extensions für Youthim Pro haben und es werden auch wirklich immer mehr. Und falls euch ein Feature in Youthim Pro fehlt, schaut da unbedingt vorbei. Vielleicht gibt es schon, hier gibt es, wie gesagt, Bilder-Elements. Wir haben Shops-Extensions, also E-Commerce-Extensions für Youthim Pro, Plugins, Custom-Sources, also alles, nee, die gibt's, es gibt kostenfreie und kommerzielle Extensions. Danach kann man natürlich auch filtern. Und ja, vielleicht findet ihr das, was ihr gerade sucht, das Feature, was ihr halt noch nicht, was halt im Youthim Pro fehlt. Und falls ihr selber eine Third-Party-Extension mit Youthim Pro gebaut habt, schickt uns unbedingt eine E-Mail an info@youthim.com. Mit eurer Extension gerne auch gleich mit dazu. Und dann kommt ihr auch auf die Seite. Und wir machen bald auch einen Blogpost, wo wir die neuesten Extensions von diesem Jahr über Youthim Pro präsentieren. Und zwei Extensions möchten wir euch besonders empfehlen. Und einmal ist das die kommerzielle Extension von Zoolanders. Die Entwickler Milian und Daniel, die sind schon seit über 10 Jahren dabei und entwickeln Sachen für Youthim. Zoo ist sogar in ihrem Namen, wer Zoo kennt noch. Die Features entstehen in enger Absprache mit unserem Entwicklerteam. Und hier ist das Ding ist ja wirklich so mächtig. Mit dem Conditional Rendering könnte man Elemente zum Beispiel rendern, abhängig von Datum und Uhrzeit, User Role, Device, also alles entdecklich Mögliche. Mit dem Formbilder kann man eigene Kontaktforms erstellen. Dann hat man noch viele Custom Sources, also wie man so sieht, also eine richtig funktionierende Instagram Source, falls man das mal gesucht hat. Mit der Datenbank Source kann man beliebigen Konten aus der Datenbank holen, dynamisch laden in Youthim Pro Elemente. Also, mit Field Sources kann man Content Sources pro Feld einstellen, innerhalb eines Elements. Also ich weiß nicht, ich habe das im Kopf immer noch nicht, wie man das jetzt, warum, aber es geht. Wirklich, das geht. Ah, die sind auch natürlich auch für WordPress, Joomla und WordPress, nicht, dass man das braucht, aber ich wollte nur erwähnt haben. Und als zweites möchten wir euch die kostenlose Extension empfehlen von Thomas, also Herzog Dupont for Youthim Pro heißt die Extension. Und Thomas, wie gesagt, der Entwickler dahinter ist Teil unseres Support-Teams und er stellt die Elemente in enge Kooperation mit unserem Team. Also die Elemente sind wirklich
Must have, also die sind kostenlos, die sind identisch gebaut wie Core-Elemente und die können wir wirklich nur empfehlen. Also die sind Open Source bei GitHub, die sind in der Joomla Extension Directory, mit einem Klick laden sind sie sofort in der Element Library. Also ich meine, das Image Comparison Element, das ist ja wirklich ein Hingucker, richtig cool. Oder Slideshow Grid Element, hatten sich Leute aus Widget-Gezeiten noch gewünscht. Wie gesagt, kostenlose Elemente, super, ist must have. Guckt euch auf jeden Fall, was da gibt. Und ja, die gibt es auch für WordPress. Okay, eigentlich wollte ich an dieser Stelle den Vortrag von Thomas jetzt vorstellen, aber leider ist er krank geworden. Aber Gott sei Dank haben wir super spontan, springen Stefan Wendhausen und Ufuk, springen die ein und machen heute auch einen Vortrag. Und da wollen die erstmal erklären, wie Dynamic Content funktioniert anhand eines Showcases. Genau. Und ein bisschen die Zoolander Extension auch zeigen, was man damit alles bauen kann. Ja, war das so? Und ein bisschen Filtering. Ah, Filtering nach Custom Fields, ne? Ja, genau. Genau, Filtering nach Custom Fields. Mit Youth in Pro. Also, wir sind auf jeden Fall dabei. Würden wir freuen, wenn ihr auch kommt. Und wer kennt übrigens diese Seite hier? Ja, sehr gut. Das ist unsere Expert-Seite. Und hier empfehlen wir Freelancer und Firmen, die sich besonders gut mit Youth in Pro auskennen. Hier kann man nach dem Budget filtern und Land. Und wenn ihr noch nicht dabei seid und ihr macht Kundenprojekte mit Youth in Pro, schreibt uns gerne eine E-Mail, am besten noch mit Kundenprojekten auch, und kommt auch auf diese Seite. Also hier Florian, der war gestern auch Jay Otto Gewinner, ist auf jeden Fall auch auf unserer Seite. Es ja, lohnt sich auf jeden Fall, schickt eine E-Mail und dann kommt auch da drauf. Ja, und jetzt noch so einen kleinen Ausblick auf die nächsten Schritte, was jetzt nach Youth in Pro 3.0 kommt. Und mit diesem Update haben wir jetzt den Feature-Umfang so richtig erweitert. Und als nächstes wollen wir uns konzentrieren, die Haupt-Core-Features, so Core-Funktionalitäten, komplett zu überarbeiten. Und das wäre der Style-Customizer und unser Page-Builder. Und wir haben schon viele Prototypen und hoffen, dass, wenn alles gut geht, nächstes Jahr hoffentlich, das nicht allzu lange dauert, haben wir schon was. Und wie wir am Anfang gesagt haben, versuchen wir halt Youth in Pro in Richtung Website-Builder für OpenCMS weiterhin auszubauen. Ja, Fragen? Wünsche? Anregungen? Feature-Requests? Wir haben die Liste schon von dir bekommen. Lass doch auch andere. Ja. Ah, okay. Hab ich dann Hof bekommen? Ich weiß nicht, heißt das, kriegen wir hin oder okay, schreiben wir auf? Ja. Ah, ja, das gibt tatsächlich auch als Third-Party-Extension, ja. Und was habe ich da hier angefangen mit Feature-Requests? Hätte ich bloß bei Fragen habe ich mir aufgehört. Ja. Ist es egal? Ist egal. Das wird von Haus aus automatisch generiert, die Source-Sets. Ist egal. Ja? Ja? Noch Fragen?
Super, dann, wir sind auf jeden Fall noch dabei. Kommt einfach vorbei und sagt Hallo, fragt eure Erfahrungen sonst so. Ja, vielen Dank. Achso, ja, an dieser Stelle wollte ich mich eigentlich noch bedanken. Das ist jetzt mein allererster Joomla Day und wir wurden hier so wahnsinnig toll empfangen. Ich bin irgendwie so ein bisschen total überwältigt. Also danke auch von mir aus. Ja, danke schön. Das war's, danke.